Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und befasse mich im heutigen Videoblog mit der Frage, ob private Vermieter ihren Mietern kündigen dürfen mit der Begründung, sie bräuchten die Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen. Ich hatte in einem vorangegangenen Video ja schon mal erklärt, dass die Kündigung von Gemeinden gegenüber ihren Bürgern, die also in kommunalen Wohnungen wohnen, wohl unzulässig sein dürfte. Und in diesem Video geht es darum, können denn private Vermieter ihren Mietern kündigen? Auch da vorweg die Antwort, ich denke in der Regel nicht. Kann mir theoretisch eigentlich keinen Fall vorstellen, wo es geht. Eine Eigenbedarfskündigung scheidet aus, da Flüchtlinge ja nicht dem Vermieter identisch sind, also da heißt es ja bei Eigenbedarf, der Vermieter muss die Wohnung für sich oder nahe Angehörige benötigen und Flüchtlinge werden wohl dazu nicht gehören, wenn sie nicht tatsächlich durch irgendeinen Zufall jetzt eben mit dem Vermieter irgendwie verwandt sind, dann könnte das anders sein. Auch wenn sie schon länger im Haushalt des Vermieters wohnen, zum Beispiel irgendwelche Arbeiten verrichten, dann käme sowas in Betracht, wird aber nicht der Regelfall sein, sodass eine Eigenbedarfskündigung in der Regel ausscheidet. Eine Verwertungskündigung, das ist ein Kündigungsgrund, wonach der Vermieter dann kündigen kann, wenn er an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung der Immobilie gehindert ist, scheidet aus meiner Sicht auch in der Regel aus. Zwar können im Moment Vermieter mit Wohnraum, den sie an Flüchtlinge vermieten, sehr viel Geld verdienen. Also da hört man hier exorbitante Preise, die da teilweise aufgerufen werden. Allerdings ist das kein Kündigungsgrund. Das meint nicht Hinderung der angemessenen wirtschaftlichen Verwertung. Solche Verwertungskündigungen sind in der Praxis sowieso äußerst schwierig. Ich sehe selten welche, die wirklich funktionieren. Es gab mal so einen Fall, da hat irgendwo in einem Plattenbaugebiet in einer ehemaligen DDR ein Mieter als letzter in so einem riesigen Plattenbau gewohnt. Die Betriebskosten waren im Jahr 1 Million und der Mieter zahlte irgendwie aber nur damals noch DM, also 150 Mark oder so ähnlich. Und er war der letzte Mieter und der Vermieter musste dieses Ding betreiben, obwohl dieser letzte Mieter nur 150 Miete zahlte und der Vermieter machte total viel Minus. Da hat, glaube ich, sogar der Bundesgerichtshof dann gesagt, natürlich, so eine Kündigung geht. Ja? Also der fliegt dann raus. Aber das ist ein krasser Ausnahmefall. Die normale Möglichkeit des Vermieters, mit der Immobilie mehr Gewinn zu machen, mehr Einnahmen zu erzielen, zählt nicht als Grund für eine Verwertungskündigung. Dann könnte ja der Vermieter quasi immer kündigen. Das Mietrecht will den Mieter genau vor solchen Kündigungen schützen. Das öffentliche Interesse an der Unterbringung von Flüchtlingen kann der Vermieter sich ebenfalls als Kündigungsgrund nicht zunutze machen, sodass in der Regel solche Kündigungen unwirksam sind. Wenn Sie eine Kündigung Ihres Vermieters erhalten, rate ich Ihnen nicht auszuziehen, rechtzeitig zu widersprechen und im Zweifel dann eben die Räumungsklage des Vermieters abzuwarten. Sie haben hier in der Regel hervorragende Aussichten. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.